Ich hoffe, es sind keine Tassen drin. Ah. Kapseln. Ersatzkapseln. Ein kleiner Lebensretter, meine Freunde. Das hier ist ein Teil, das kann euch wirklich das Leben retten. Es ist Rest Tube und gegeben hat mir das Markus Eule auf der Messe in Wallau. Ich habe es seitdem noch nicht wirklich ausgepackt. Ich kam noch nicht dazu. Und jetzt schauen wir uns das Teil mal an. Um was geht es hier? Es geht darum, dass das eine Art Schwimmweste ist, die super klein und kompakt ist und die man immer im Boot haben sollte. Da gibt es keine Ausreden. Hier ist noch so eine Anleitung mit Reflektorband. Und das hier ist wohl schon der ganze Zauber. Wow. Hier habt ihr ein kleines Schlüsselfach. Hier ist noch ein Gurt dabei. Das gucken wir uns jetzt gleich nochmal an. Ist im En Detail jetzt wahrscheinlich auch gar nicht so super wichtig. Wichtig ist, dass ihr das Teil immer dabei haben könnt. Und hier auf dem Bild sieht man es auch schon ganz gut. Und auch in Wind und Wellen etwas habt, an dem ihr euch festhalten könnt und was euch über Wasser hält. Jetzt bin ich mal gespannt. Zeigen jetzt hier jede Menge Einsatzzwecke, ob beim Surfen oder beim Angeln oder beim Kajakfahren. Das Teil könnt ihr mitnehmen, reagiert wohl auch nicht auf Wasser, sondern auf Zug. Guckt mal, dass es hier wirklich nicht von alleine aus Versehen aufgeht. Und dann könnt ihr den Gurt euch da einfach herummachen. Habt es immer dabei, wie ihr möchtet. Ich glaube, der ist mehr für die Frau gemacht, die da auf dem Foto war. Gut. Also sitzt hier gemütlich, stört nicht weiter, ne? Sieht man, denke ich, hier so. Cool. Und jetzt würde ich mich noch nicht trauen, da dran zu ziehen, wenn es an meinem Bauch ist, weil ich das Teil nicht kenne. Aber letztendlich müsste man jetzt, glaube ich, in der Theorie nur an diesem Ding hier reißen und dann geht's an. Oder, Felix? Muss ich hier diesen Clip hier öffnen? Nee. Nee. Der bleibt zu. Okay, so sieht das Teil aus. Und wenn man jetzt hier zieht, ist es laut. Cool. Oh, kalt. Ist super kalt. Wahnsinn. Geil. So, was haben wir jetzt hier für Sachen? Ach, das ist der Stift, okay. Und dann hast du halt dieses Teil und da kannst du den dir irgendwie so. Dann kannst du den irgendwie so zur Brust nehmen oder dran festhalten. Beziehungsweise hast du hier dann auch noch eine Schnur auf Abstand. Bedeutet, wenn du dann doch hier so einen Bauch hast, dann kannst du hier notfalls so dranhängen. Geil. Jetzt bin ich mal gespannt, ob man auch easy wieder zusammenpacken und mit einer neuen Kartusche versorgen kann. Schauen wir uns das mal an. Was ich hier jetzt gerade sehe, ist, da steht auch drauf testet. Also das Ding wurde tatsächlich getestet, bevor es rausgeht. Und hier ist jetzt eine genaue Anleitung, wie man das Teil auch wieder zusammenbauen kann. Auf das Ding draufgeschrieben. Auslöser schließen, bla bla bla. Schwer hier die ganze Luft wieder rauszukriegen. Ne? So, ich habe jetzt hier eine neue Patrone reingeschraubt und jetzt falte ich das Ding zusammen, wie auf der Anleitung. Chucky, Chucky. So. Zickzack falten. Sicherungsleine einmal um die Boje wickeln, Klettverschluss zur Fixierung nutzen. So, ich habe das jetzt hier reingefriemelt, ehrlich gesagt, ohne mir groß Mühe zu geben und ohne mir das so genau anzuschauen. Ich habe auch überhaupt keinen Plan davon. Einfach nur mal, um jetzt zu sehen, wenn ich das jetzt mehr oder weniger ziemlich fahrlässig veranstalte, ob es trotzdem funktioniert. Funktioniert. Es ist immer so kalt. Aber funktioniert. Also super geil, super geiles Teil. Kann euer Leben retten, braucht keinen Platz. Ist leicht zu bedienen, ist leicht verstaut, kann man immer am Mann haben.
und kostet auch nur 60 Euro im Zec Fishing Shop. Schaut mal dort vorbei. Wenn ihr im Kaufprozess den Namen Markus Eule angebt, irgendwo im Kommentarfeld oder so, oder gekauft über Capzilla Unboxing oder sonst was, kriegt ihr nochmal eine fette Packung an Gadgets obendrauf zu dem Produkt. Ein paar Extras mehr. Also unbedingt Markus Eule oder Capzilla erwähnen und neben einem Lebensretter noch etwas mehr absahnen. Aber darum geht es hier überhaupt nicht. Gönnt euch das Teil, schenkt es einem Kumpel, wenn ihr es mit jemandem gut meint. Wirklich jeder sollte so ein Teil im Boot liegen haben, meine Meinung. Das Krasse ist, dass das dann nochmal nachzieht, ne? Weil es kommt kalt die Luft, kommt kalt raus und jetzt durch die Wärme wird es nochmal viel, viel fester. So, jetzt nochmal ein zweiter Neuladeversuch. Diesmal ein bisschen mehr Mühe gegeben beim Verpacken. Also, wenn man sich ein bisschen mehr Zeit damit nimmt, und sollte man, empfehle ich auch, also jeder sollte das daheim ein paar Mal ausprobieren, damit er im Ernstfall weiß, was zu tun ist. Und dann könnt ihr das ja auch wirklich gut und kompakt verpacken. Dann sieht es aus wie neu. Aber ganz ehrlich, da geht es auch gar nicht drum, ne? Hauptsache, das Ding ist da, und ob jetzt da das gut aussieht oder halb herausguckt, das ist völlig egal. Denn es wird seinen Zweck erfüllen. Das ist die Hauptsache. So, und jetzt trage ich das Teil mal am Körper. Ich bin gespannt. Ich habe ein bisschen Angst, wenn ich ehrlich bin. Tada! Ja! Funktioniert. Und ich hänge am Seil und bin sicher. Überlebt! Survivor!